Zollamt Bonn kommen die skurrilsten Fälschungen auf den Tisch. Von Luxusartikeln über Alltagsgegenstände bis hin zu Markenprodukten. Hier hat sich der Fälscher ganz viel Mühe gegeben und hat direkt mal 2 in 1 gemacht. Die Form vom Timberland-Schuh mit Marke und das Design von Louis Vuitton. Aber auch unverzollte Echthaar-Extensions aus Fernost landen hier. Die muss man dann für die Freundin abholen. Ich habe gedacht, das wäre ein Kleid, was sie bestellt hat, aber jetzt sind es Haare. Echt Haare. Warum? Die hat so lange Haare, weiß der Geier. Doch nicht jeder ist so entspannt, wenn er Zollgebühren nachzahlen muss. Ich bezahle nicht 13 Euro für ein Ding. Ja. Beim Zollamt Bonn haben die Frauen das Zepter in der Hand. Die stellvertretende Leiterin Juliane Jordan und ihre Kolleginnen sind für den Schutz der deutschen Wirtschaft zuständig. Sie kassieren anfallende Zollgebühren auf Pakete aus dem europäischen Ausland. Erster Kunde heute ist dieser junge Mann. Er soll eine eBay-Bestellung für seine Freundin abholen. Eigentlich dachte er, es sei ein Kleid. Jetzt sind es Extensions. Heute bin ich beim Freund hier, das Paket abholen. Ja, und jetzt stehe ich hier und warte. Das Paket stammt aus Asien, doch weil die geforderte Rechnung nicht außen angebracht ist, landet es beim Zoll. Von seiner Freundin braucht der 25-Jährige jetzt die Artikelnummer der eBay-Bestellung, damit das Zollamt den Preis überprüfen und so die Gebühren berechnen kann. Schick mir die Artikelnummer jetzt per SMS. Das heißt, wir müssen so lange warten. Und wie viel hat sie in etwa dafür bezahlt? Die 9,66. Dollar, Euro. Ja, selbst wenn es Dollar wären, müsste es versteuert drüber. Müsste es versteuert werden. Ja. 66 Euro für ein paar Haare? Als Mann hat man dafür wenig Verständnis. Ja, damit kann man auch was anderes machen. Ich kenne nur diese, ja, für ein paar Euro oder die künstlichen, aber dass das jetzt echt Haare sind, erstaunt mich selber. Inzwischen hat die Freundin die Artikelnummer gesimst. Damit kann Zollamtsfrau Jordan den genauen Preis der Extensions ermitteln. Es sind 66 Euro. Doch der Gang zum Zollamt ist kein Muss. Bei Online-Bestellungen aus dem nicht-europäischen Ausland sollte der Versender die Produktseite ausdrucken und auf das Paket kleben. Dann können Zollgebühren direkt vom Postboten kassiert werden. Erst ab einem Wert von 22 Euro muss Einfuhrumsatzsteuer gezahlt werden. Deshalb fallen nochmal 12,73 Euro an. Ich bedanke mich. Ja, wieder aufs Mitnehmen. Tschüss zusammen. Tschüss. Währenddessen kommt auf der anderen Seite des Zollamts der Postwagen mit der täglichen Lieferung an. Allein heute sind es wieder 75 Pakete. Die Sendungen kommen vom Flughafen aus dem nicht-europäischen Ausland und haben weder die geforderte Rechnung noch eine Warenbeschreibung an der Außenseite. Deshalb wurden sie aussortiert. Der Empfänger wird benachrichtigt, wird dann aufgefordert, zu uns zu kommen und die Rechnung mitzubringen oder uns noch andere Unterlagen vorzulegen. Nur so kann ermittelt werden, ob für das Paket noch Abgaben wie Einfuhr, Umsatzsteuer und Zollgebühren nachgezahlt werden müssen. Oder ob sich vielleicht sogar gefälschte Markenprodukte in den Paketen befinden. Wer nicht selbst vorbeikommen möchte, kann auch anrufen und die Zollbeamten bitten, das Paket zu öffnen, wie in diesem Fall. Mich hat die Dame angerufen, die Frau M. Und sie weiß nicht, was sie geschickt bekommt. Deswegen hat sie mich jetzt gebeten, das zu öffnen. Und so, dass ich ihr den Inhalt mitteilen kann. Scheinbar hat die Frau mehrere Sachen per Post bestellt. Laut Beschreibung soll sich in diesem Paket eine Tasche befinden. Angeblich sogar vom Luxuslabel Gucci. Allein in Deutschland gehen pro Jahr rund 70.000 Arbeitsplätze wegen Produktfälschungen verloren. Deshalb sollen gefälschte Artikel hier direkt aus dem Verkehr gezogen werden. Und ist die Tasche echt? Ja, das ist schwer zu sagen. Aber Lieferland China könnte sein, dass es sich um eine Fälschung handelt. Weil so werden die ja in der Regel auch nicht verschickt von Gucci. Also die haben dann schon eine tolle Umverpackung. Die Tasche wird jetzt zu Gucci geschickt, um sie auf ihre Echtheit zu prüfen. Ist es tatsächlich eine Fälschung, wird sie vernichtet. Das hieße Pech für die Kundin. Dann ist die Tasche weg und das Geld auch. Und übrigens noch was. Die Unternehmen beauftragen Rechtsanwälte mit der Abwicklung der Sachlage. Dadurch bekommt man im schlimmsten Fall zusätzlich eine Rechnung über die Anwaltskosten. Der Zoll macht, was Fälschungen angeht, deutliche Unterschiede. Nimmt man eine gefakte Tasche als eine Art Souvenir aus dem Urlaub mit, die einen Wert von 430 Euro nicht übersteigt, wird das geduldet.
Bestellt man sich die gleiche Tasche aber übers Internet, wird die Postsendung einbehalten. Doch nicht nur Taschen, auch Schuhe werden oft gefälscht. Manchmal haben wir auch erst die Fälschung tatsächlich auf dem Tisch, bevor wir überhaupt wissen, dass die hergestellt werden. So zum Beispiel bei den Schuhen. Also mir war gar nicht bewusst, dass Nike diese High Heels herstellt. Und dann kamen die aber schon als Fälschung zu uns. Alles, was gerade Trend ist, wird nachgemacht. Die meisten Fälschungen kommen dabei aus Fernost. Denn schon Konfuzius sagte, die Kopie ehrt das Original. Doch das interessiert die Zollfahnder wenig. Vor 3 Tagen sind ihnen diese gefälschten Icewatch-Uhren ins Netz gegangen. Die werden alle vernichtet. Fälschungen, die wir hier aufgreifen, gehen alle nach Abschluss des Verfahrens in die Vernichtung. Aber nicht immer geht es beim Zollamt nur um Fälschungen. Einige der 2000 Pakete, die pro Monat in Bonn landen, enthalten auch Geschenke, manchmal auch ungewöhnliche, wie in diesem Fall. Grillspieße, kein Schwert oder so. Ja, welchen Wert haben die denn? Hier ist ja überhaupt gar nichts angegeben. Kein, das ist umsonst. Ja, nee. Das ist ein Geschenk. Aber so leicht lässt sich Zollamtsfrau Beate Gruschka nicht zufriedenstellen. Schließlich müssen Geschenksendungen ebenfalls verzollt werden. Deshalb unser Tipp, auch bei Geschenksendungen, die aus dem nicht-europäischen Ausland kommen, muss ein Beleg über den Wert der Sendung dabei sein. Der Mann hat die 34 Grillspieße von einem Freund aus Armenien geschenkt bekommen. Ich habe einen Grill, der ist so, mal so, so wie der Tisch. Kommt das Fleisch drauf. Ja, wenn wir alle zusammen sind und grillen. Meine Bekannte ist ja Armenierin. 30 Leute. Ab einem Wert von 150 Euro muss die Sendung verzollt werden. Was soll hier für ein Preis sein? Ja. Fragen Sie doch mal, sonst fragen Sie bei Ihrem Freund, wenn es von einem Freund kommt. Wie viel er dafür bezahlt hat. Er hat es ja auch irgendwo gekauft. Da muss er auch einen Beleg haben. In Armenien bezahlt sie für einen Spieß 10 Cent. Ja, dann muss er vielleicht schon einen Beleg haben. Oder soll er ihn das zumindest bestätigen? Ja, wie soll er mir das bestätigen? Per E-Mail? Der Mann wirkt verzweifelt. So ein Wirbel wegen eines Paketes mit Grillspießen. Doch die Zollbeamtin muss hart bleiben. Im Grunde genommen kann ich das zwar nachvollziehen, aber es gibt nun mal Grenzen, Wertgrenzen und wir müssen alle Menschen, sag ich mal, gleich behandeln. Und da kann ich nicht sagen, ja, naja, den finde ich nett. Das geht nicht. Es nutzt nichts. Der Mann muss mit einem Beleg wiederkommen. Dann werde ich mich darum kümmern. Ja. Und dann gebe ich Ihnen diese Benachrichtigungsschein wieder zurück. Mal sehen, was ich da rauskriege. Das Paket mit den Spießen aus Armenien landet wieder im Lager, bis alle Unterlagen da sind. Juliane Jordan und ihre Kolleginnen werden weiterhin viele Pakete kontrollieren. Denn jeden Tag landen im Zollamt Bonn Sendungen aus aller Welt, aber nicht alle dürfen eingeführt werden. Juhu, Leute! Schön, dass ihr uns gefunden habt hier auf unserem TAF-Channel. Erzählt doch mal, wie hat euch dieses Video gefallen? Achso, erzählen geht ja hier gar nicht. Ihr müsst hier einen Kommentar hinterlassen. Wir sind so gespannt auf eure Meinung. Und da übrigens könnt ihr auch gleich das nächste Video klicken. Ach was, abonniert einfach gleich den ganzen TAF-Channel. Mich würde es freuen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!